Okay, also auf einer Skala von 1 bis sich selber Desinfektionsmittel spritzen ist das Begehen von alten Pharaonen-Grabkammern in einer Pyramide, die quasi seit Hunderten von Jahren noch nicht geöffnet wurde, bevor man das Teil halt vielleicht einmal ganz kurz durchgelüftet hat, noch immer eine der dämlichsten / ungeklärtesten Todesursachen. Ja? Warum sind so viele Pharaonenforscher nach ihrem Gang in Tutanchamun uns Todestoilette einfach tot umgefallen? Liegt's daran, dass der Tourführer vorher vielleicht ganz kurz beim Mexikaner auf eine extra Portion Chili war und in der Grabkammer quasi die Trommelwinde des Todes abgesondert hat? Liegt's einfach nur daran, dass irgendwer anderer in der Gruppe Corona hatte? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, der Fluch des Skarabäus ist einer der großen ungeklärten Mysterien, der wahrscheinlich wissenschaftlich dann doch auch relativ einfach zu klären wäre. In unserem Fall können wir wissenschaftlich ganz einfach die Tatsache klären, dass als neuer Titel in der Super Spooky Stories Reihe auch hier wieder eine fast 1:1 Nachbildung des alten deutschen VHS Cover Artworks von VCL seinen Weg auf dieses Mediabook gefunden hat. In diesem Fall musste man bei WMM aber dann doch noch deutlich kreativer werden bei der Adaption von diesem Cover-Artwork, denn die alten VHS-Hüllen waren ja deutlich länglicher als eben ein Mediabook, sodass eigentlich hier unten noch der Kopf von einem Charakter begonnen hätte, der hier einfach für diese Mediabook-Version komplett entfernt wurde, damit man eben nicht quasi unter seinen Augen Schluss machen musste. Der Rest von diesem Cover-Artwork ist aber 1:1 das, was wir hier sehen. Diese großartige Mumie, der quasi von einer Wolke ein Pfeil durch den Kopf geschossen wurde, die irgendwie relativ kompakt, aber doch leicht übergewichtig mit leuchtenden Augen steht. Man merkt irgendwie, der Mond, der hinter dem Kopf der Mumie ist, leuchtet auf der Vorderseite durch die Augen durch, dürfte nicht unbedingt eine kluge Person gewesen sein, wenn es da quasi drinnen nichts gibt, was das Licht aufhält. Also quasi entweder ein alter, toter Pharaone, dem man das Gehirn bereits durch die Nase raus operiert hat, oder ein Trump-Wähler. Ich bin mir nicht ganz sicher an dieser Stelle. Interessant finde ich übrigens auch, dass der alte deutsche Titelschrift so grundsätzlich 1:1 nachgebaut wurde, inklusive so dieser creepy Blutstropfen, die runtergeht, aber bei dem alten VHS-Tape dann noch so eine Art 3D-Effekt drumherum war, der bei dem Mediabook ebenfalls fehlt. Da hat man tatsächlich etwas mehr bearbeitet, als man das bei den Super Spooky Stories normalerweise macht, aber hat, finde ich, die Essenz von diesem Frontcover-Artwork des VHS-Tapes wirklich großartig eingefangen. Das nehme ich dann auch auf dem Backcover da. Musste man ebenfalls ein klein wenig kreativ werden, hat das aber ganz einfach damit bewirken können, dass man hier und hier einfach ein weiteres Bild aus dem Film entfernt hat und wir so einfach nur, what the f*** is da, uns nur 2 statt 4 Filme, statt 4 Screenshots von dem Bild liefert. Wir bekommen die Inhaltsangabe, wir bekommen dann natürlich hier die technischen Details mit allen Informationen. 133 Stück gibt's von diesem Mediabook insgesamt, können dann natürlich nach innen blättern. Da gibt's auf der linken Seite die DVD von der Fluch des Skarabäus und dann auf der rechten Seite im Mediabook Mumie des Grauens, absolut perfekt, passend betitelt natürlich dafür, das Ganze in dem typischen Super Spooky Stories Innendesign, diesmal mit dem Booklet Monster, Mörder, Mutationen, eines, wo ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, ob wir da schon einmal durchgeblättert haben, ich glaube schon, weil vor allem eben American Werewolf und Zombie kommen mir dann doch ein bisschen bekannt vor, aber auch hier natürlich bei diesem Repack Mediabook, das quasi staffelübergreifende Booklet hier, das meiner Meinung nach ganz cool ist, geschrieben von Mike Blankenburg und das mit einem wirklich coolen Frontcover Artwork auf diesem Mediabook.